Siedel Mission 2 gibt uns das Kommando über eine trojanische Flotte und den Auftrag, 4 große Tempel zu errichten. Allerdings nicht einfach irgendwo, sondern an 4 markierten Orten. Diese Mission bietet uns relativ viel Freiheit, wie wir an sie herangehen wollen, aber erwartet jetzt bitte keine durchoptimierte Strategie von mir. Was Speedruns angeht, gibt es genug Leute, die es besser können. Es gibt mehrere Inseln, die sich als Startposition eignen würden, für mich ergibt aber die in der Mitte am meisten Sinn und dort wartet auch schon einer unserer Diebe auf uns. Diese Insel mit unseren Pionieren einzunehmen sollte unsere erste Amtshandlung sein, unter Umständen wollt ihr aber einige eurer Gründungskarren für später aufsparen. Es gibt nur einen Haken, hier werdet ihr kein Gold finden. Was ihr aber schon mal aufbauen könnt, ist eine Mana-Produktion. Gold findet ihr nur an 2 Orten auf dieser Karte. Einmal auf dieser Insel im Westen, die ich auch in meinem Run besiedelt habe, allerdings gibt es auch Gold in der Nähe des Tempelstandorts auf der nordöstlichen Insel. Wenn ihr diese Insel zuerst kolonisiert und den dortigen Tempel zuerst baut, könnt ihr danach mit den Priestern Gold und Baumaterial direkt an die übrigen Zielorte zaubern. Die anderen Tempelstandorte sind auf den übrigen Inseln verteilt. Einmal im Nordwesten, im Süden und im Südosten. Letzteres ist mit dunklem Land infiziert, aber wenn ihr genug Mana vorbereitet habt, kann auch das ein Priester erledigen. Sobald alle 4 Tempel fertig sind, ist auch der trojanische Teil der Siedelkampagne beendet.